Hallo liebe Dartsportfreunde, heute mache ich es mal wie in der Duschgel- oder Bodylotion-Werbung. Ich check für euch die Jelle Klaassen von 180 in HD und in der VHD-Variante ab. Gewissermaßen ein 2-in-1 Review. Aber das ist noch nicht alles. Pass auf jetzt. Ich ziehe hier auch die Gewinner aus der 180 Giveaway Aktion. Zu gewinnen sind da ja die Practice Darts, ein Dartset und die neue 180 Darts Matte. Ja, das ist doch mal geil, oder? Und dazu erfahren wir heute bei den Profis, wer Sieger der European Darts Championship wird. Oder kurz, die Darts EM. Das ist doch besser als Duschgel, oder? Wobei, könnt ihr euch das vorstellen? So ein Peter Wright Green Lemon Duschgel? Bully Boy Rasierschaum? Und die Gervin Price Body Lotion. Nee, Gazzy Lotion. Ich muss mal telefonieren gehen. Ah, Intro ab. So, die technischen Eckdaten. Jetzt wird's viel, denn wir behandeln ja gleich zwei Darts. Ich fange mal mit den Jelle Klaassen HD an, also der preisgünstigeren Variante für rund 55 Euro. Gibt's in Softtip in 19 Gramm und in Steeltip 22, 23, 24 Gramm. Die Barrellänge bei Steeltip ist mit 50,2 mm angegeben, außer bei 24 Gramm, da soll es ein Ticken mehr sein, 52,6 mm. Durchmesser bei allen Steeldart-Varianten gleich, maximal 7,4 mm. Gehe ich direkt mal zur Detailbeschreibung des Barrels, Griffprofil wie auch Grip Level. Die Points vorne schauen 27 mm raus, Barrel, ich habe 50 mm gemessen bei der Variante, die ich jetzt hier habe. Und die Schäfte gibt es ja zwei Varianten, einmal die kurzen Weißschäfte und einmal die lange Variante. Die Barrel Nose vorne ist glatt, daher klar, gar kein Grip Level, 0 von 5, macht ungefähr 5 mm aus. Und dann geht es aber schon los, ich würde sagen mit der vorderen ersten Griffzone. Das sind ungefähr 22 mm und der Grip Level ist hier auch ganz ordentlich, das sind 4 von maximal 5. Dahinter direkt anschließend kommt die Griffzone 2, so ein bisschen hinter dem Schwerpunkt des Darts. Das ist auch maximal griffig. Grip Level 5 von 5, 12 mm etwa macht dieser Bereich aus, bis dieser kleine Unterbrecher kommt. Das ist immer so ein ganz feines, aber auch leicht scharfkantiges, normales Ringelement mit eigentlich so einer Art Shard Grip Element. Ist ein bisschen entschärft, aber beide zusammen in Kombination geben einfach auch einen wirklich ordentlichen Grip. Dann kommt so eine Art Step Down mit dem glatten Unterbrecher von 3 mm, wo sich das Barrel nach hinten dann nochmal verschlankt. Ist auch ein schöner Pushpoint, wer da ganz hinten greift, kann da auf jeden Fall was mit anfangen. Dieser Bereich hinten dann zum Schaftende macht 8 mm aus, ist auch nochmal mit einem ganz feinen Mikrogrip oder ja, Mini-Ringgrip überzogen. Da würde ich sagen, Grip Level 3,5 so von 5 ist ein bisschen mehr als mittelstark. Und hat leider eine ganz, ganz leicht zu spürende Kante dann auf den Schaft. Es geht nicht komplett glatt über, komme ich gleich nochmal dazu. Da ist die VHD-Variante ein bisschen präziser hinten dran. So, und jetzt gehen wir preismäßig einmal ein bisschen nach oben. Die VHD-Steeltip-Variante von Jelle Klaassen für rund 80 Euro. Die gibt es Steeldart 21, 23 und 25 Gramm, die ich hier auch auf dem Tisch liegen habe. Die Barrellänge ist mit 41, 45 und mit 48 mm angegeben. Dafür ist der Durchmesser auch hier, genau wie bei den Jelle HD, jeweils mit 7,4 mm für alle Gewichtsvarianten angegeben. Vom Griffprofil und Grip Level, obwohl das Barrel ein bisschen kürzer ist, sage ich mal, geht hier einiges mehr ab. Das ist deutlich komplexer gemacht. Insgesamt sind es eigentlich so grob 7 Sektionen, in die dieser Dart eingeteilt ist, mit 4 unterschiedlichen Grip-Arten. Im Vergleich zu der etwas preisgünstigeren HD-Variante sind so grob 5 Sektionen gewesen mit 3 Grip-Arten. Hier kommt wirklich ein bisschen mehr Komplexität dazu. Ich finde, das erklärt auch ein bisschen den höheren Preis, denn hier ist auch ein hochwertiges Coating, tatsächlich ein zweifaches Coating für die Beschichtung wie auch die Highlights mit drauf. Also Preis ist da auch nachvollziehbar.
Points schauen auch hier wieder 27 mm raus. Barrel Nose vorne auch eine leichte Kante, genau wie beim HD. Wenn ihr die entschärfen wollt, euer Setup, eure Flights und so weiter ein bisschen schonen, gerade wenn ihr die härteren Molded Flights zum Beispiel spielt, die mögen so eine Kante nicht so gerne, dann seid ihr mit einem sanften Übergang durch einfach andere Spitzen, die ihr da einpresst, besser beraten. Die Nose macht 6 mm aus, ist leicht tapered, also spitz zulaufend, hat natürlich Grip Level 0, da ist nichts drauf. Danach geht es aber los, da gibt es dann schon mal ordentlich Grip über die ersten 9 mm von 4, würde ich das jetzt einstufen, von 5. Dann kommt ein ganz kleiner, kurzer Unterbrecher von 4 mm, da ist jetzt nicht viel Grip drauf, aber er hat so eine leichte Form, also auch da könnt ihr so einen Pushpoint finden mit ganz leichten Millings, also Einfräsungen. Daher sage ich mal hier Grip Level 0,5, dahinter kommt dann die nächste Grip Sektion, die ist noch mal ein Ticken griffiger, ungefähr 5 mm macht die aus und da würde ich jetzt Grip Level 4,5 von 5 sagen. Dann geht es direkt über zu auch der Grip Sektion, wie wir sie beim HD auch schon hatten, nämlich diese Kombination aus einem scharfen Ringgrip mit Shark Elementen. Das ist dann auch wieder mal maximal griffig, 5 von 5. Dann kommt wieder ein kleiner Unterbrecher mit einem interessanten Step-Down auf eben das Barrel-Ende. Hier ist dann wieder das 180-Logo drauf, das macht rund 3,5 mm aus. Und dann kommt, wie beim HD, auch nochmal eine 8 mm Sektion mit feinem Ringgrip drauf. Grip-Level auch das gleiche, 3,5 von 5. Na dann, die Jelle Klassen HD, fange ich mal mit denen zuerst an. Ich habe hier auch mein eigenes Setup drauf geschraubt. Generell finde ich immer so ganz dunkle Darts, dunkle Spitzen, dunkles Coating, dann dunkellila Setup. Jelle ist ja auch so schwarz-lila. Die Flights und die Schäfte an sich ist das ein cooles Design. Mir ist es aber dann insgesamt im Dartboard einfach zu duster. Und darum habe ich jetzt hier mein eigenes Setup benutzt aus einem hellen Schaft mit etwas größeren Standard-Flights, die mir da passen. Und so passt es nicht für mich, nämlich dann auch vom Steckwinkel und Werfen. Ja. Da gehe ich wieder leicht links rüber, gerne mal einen in die 12. Das ist so ein typischer Olli, weil ich dann meine, ich muss unbedingt das Handgelenk abknicken und dann wird der Release halt nicht so ganz. Aber das ist vom Feeling eigentlich schön. So, wenn schon Vergleich der beiden Varianten, dann einmal direkt wechseln. Jetzt die VHD-Variante. Da geht gripmäßig ein bisschen mehr ab, mehr Punkte zum Ausprobieren und Orientieren. Sind 25 Gramm, das ist ein bisschen heavy für mich, so vom ersten Feeling. Auch hier habe ich jetzt mein eigenes Cosmodart-Setup drauf. Wo greife ich? Genau bei diesem sehr, sehr schmalen Ringelement. Das ist für mich eins, das fühlt sich gut an. Da habe ich einen schönen Punkt. Ja, würde ich sagen. Boah, die... Okay, man hört es. Die ballern natürlich ein bisschen mehr ins Board. Also die 3 Gramm Gewichtsunterschied merke ich schon. Wenn ich mal ein ganz kleines bisschen weiter nach hinten gehe, da wo auch der HD diesen sehr gleichen Grip hat. Ah, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, wenn ich jetzt nicht gerade mein eigenes Kinn berühre, ist das soweit auch ganz gut. Ich habe das Gefühl, der fliegt mir ein bisschen träger. Aber gut, 3 Gramm ist einfach schwerer. Ja, vom Feeling, von der Grip-Art, natürlich das Design, muss man schon sagen. Das sieht von den Effekten im Dartboard-Licht und so natürlich toll aus. Also Optik, auch die Griffgestaltung, das ist wirklich schön. Der Step-Down hinten ist auch eine coole Sache, aber das ist mir halt zu weit hinten, da greife ich nicht. Also da wirklich so zu schieben, das ist einfach nicht so mein Ding. Wer das mag, natürlich gerne, der kann das ja machen. Aber, oh Mann, jetzt habe ich das zweite Triple verkackt. Wie schaut es denn hier aus mit Bullseye?
Das war nichts. Also insgesamt würde ich sagen, sind schöne Darts, aber vom Gewicht und Barrel-Durchmesser mir ein bisschen zu schwer und zu dicke. Irgendwie gefällt mir das noch nicht ganz vom Release. Gehe ich dann nochmal auf die 22 Gramm und versuche das Gleiche. Ja, deutlich agiler. Zack, mit ein bisschen mehr Schwung, wenigstens drüber gepusht. Der erste, das ist bei mir mit Bullseye leider manchmal auch so. Wenn ich mich nicht bewusst daran erinnere, dass ich an den oberen Draht eigentlich zielen will, dann erwische ich meist unten. Das ist immer nicht so ein gutes Ding. Ha! Eigentlich war der für den unter den Flight gedacht, aber gut. Hat er die Lücke noch gefunden. Torpedos finden halt ihren Weg. Na gut, so. Dann brauche ich jetzt hier einmal den Check auf Tops oder Doppel 10, meinem Lieblingsfeld. Gar nicht so schlecht. Der ist drin. Ah, da hilft mir das träge Gewicht, glaube ich, so ein kleines bisschen. Dann fällt er mir da noch ein bisschen runter. Aber dann schauen wir doch mal, wie sieht es jetzt direkt im Wechsel aus? Gut, einen Shanghai draus gemacht, aber den letzten habe ich nicht durchgezogen. Aber das ist eigentlich interessant, ne? Man wechselt hier auf unterschiedliche Formen, 3 Gramm Gewicht und trotzdem funktioniert es ganz gut. Okay, der war nicht drin, also Doppel 10. Ha! So, sage ich doch, das ist mein Gewicht. Relativ mittig, passt, gefällt mir besser. Okay, Jungs und Mädels, also ein paar Darts habe ich hier geworfen, natürlich auch ein bisschen länger mit denen gespielt, aber für einen Eindruck für euch, denke ich, soll es schon mal reichen. Also gehe ich jetzt einmal rüber ins Fazit und die Verlosung. Yeah! Na gut, das waren jetzt erstmal ein paar Eindrücke und Eckdaten zu den Darts, aber wie angekündigt, jetzt verlose ich erstmal die 3 schönen Giveaways. Und dazu nehme ich euch wie immer hier mit auf meinem Desktop. Schau nochmal, ob es das richtige Video ist. Und zwar der 180 Launch, also das Unboxing mit Kalle und Olli. Jawohl, da seht ihr auch schon einen der Preise, nämlich die große Dartsmatte. Ich benutze wie immer den YouTube Comment Picker, nennt er sich. Und paste jetzt hier nochmal die richtige URL rein, währenddessen ich euch auch schon mal die Preise jetzt in der Reihenfolge mit einblende. Zum einen nämlich die ADTS Practice Darts, einmal ein Jelle Klaassen Dartset und an der 3 dann die 180 Darts Matte. Also in der Reihenfolge werde ich jetzt die Preise bzw. Gewinner dann verlosen bzw. ziehen lassen. 146 gültige Kommentare waren es, finde ich super. Und dann würde ich mal sagen, direkt rein. Erster Gewinner ADTS Darts ist Kai. Kai kriegt die ADTS Darts. Wunderbar, Gratulation. Dann gehe ich direkt mal weiter und der nächste kommt jetzt hier an den Start, beziehungsweise Start muss ich noch drücken und los geht's. Preis Nummer 2 geht an Norge Ball und zwar ein Set der Klaassen Darts. Gratuliere, du hast die Jelle Klaassen Darts gewonnen. So, dann fehlt ja nur noch einer, also nochmal die ganze Nummer starten und Preis Nummer 3 geht an Julian G. Für dich ist die 180 Darts Matte. Gratulation, ich wünsche dann viel Spaß mit den Gewinnen und jetzt kann ich gleich rübergehen zum Fazit.
Gratulation an alle Gewinner und danke an euch alle fürs Mitmachen. Um euren Preis zu erhalten, kontaktiert mich bitte entweder per E-Mail an ollistartgarage@gmail.com oder Instagram ollistartgarage. Das macht dann im Laufe des Novembers, bis spätestens Ende November. Am besten gleich mit einem Screenshot von einem Username-Profile und dann kann ich euch natürlich kostenfrei euren Gewinn zusenden. So, und jetzt nochmal zu den Jelle Klassen Darts. Mir persönlich gefällt das Design und die Form dieser VHD, also der etwas teureren Variante, natürlich ein bisschen besser. Da passiert einfach mehr so auf dem Barrel, was jetzt Optik und Form anbelangt. Aber vom Spielen her kam ich mit der preiswerteren HD-Variante besser zurecht. Das liegt vor allem am Gewicht, weil mir eben so 22, 23 Gramm Darts deutlich besser liegen. Und bei der VHD-Variante, die hatte ich jetzt in 25 Gramm, die mir da so ein bisschen träge erschienen. Dafür haben die ein bisschen mehr Gripzone, da kann man sich mehr ausprobieren und vor allen Dingen, finde ich, haben sie den deutlich besseren, sanften Übergang von dem Barrel am Ende auf die Schäfte. Das ist bei dieser HD-Variante mit so einer ganz kleinen, minimal spürbaren Kante hinten drauf. Also wer da anfasst, wem das wichtig ist, das ist wirklich nochmal ein Unterschied zu diesen beiden Varianten. Naja, und damit bin ich durch. Meine Meinung habt ihr jetzt gehört, meine Preise bin ich auch los und jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Welche von diesen beiden Darts gefallen euch besser oder würdet ihr euch zulegen? Wenn ihr Interesse an diesen Darts habt, sie selber mal ausprobieren wollt oder generell an 180-Produkten, dann schaut gerne mal auf den Shop vom René Adams vorbei, cubedarts.de. Oder schmökert auch mal ein bisschen in meiner Videobeschreibung, denn auch da habe ich immer wieder Links drin zu Shops, bei denen ich selber gerne einkaufe und die ich ruhigen Gewissens empfehlen kann. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, würde ich mich freuen, wenn er es macht. Lieben Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Review, bis zu den nächsten Giveaway-Aktionen. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.